willst Friedenau verkaufen? Genau. Ja, aber ich glaube, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Wieder der Spanner? Ja. Du meinst, es ist tatsächlich Jupp? Ich kann mir nicht vorstellen, wer es sonst war. Wenn es aus ist, dann kann ich auch nichts mehr machen. Dann haue ich ab und komme auch nie wieder. Aber du musst es mir sagen. Sei froh, dass du ihn los bist. Nein, ganz im Gegenteil. Tim will mich heiraten. Was heißt denn, er will dich heiraten? Naja, was das eben so heißt. Du meinst, er hat den richtigen Antrag gemacht? Ich denke schon. Erst haben wir uns fürchterlich gestritten und ich habe ihm vorgeworfen, wie rücksichtslos er sich verhalten hat. Ja, und dann? Ja, und dann? Dann. Dann hat er mich gefragt. Was? Ob ich seine Frau werden will. Aber wie kommt der ausgerechnet jetzt darauf, dich zu fragen, ob sie ihn heiraten will? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich mit allem gerechnet, nur damit nicht. Und? Hast du angenommen? Nein. So leicht bin ich nicht zu haben. Du hast aber auch nicht Nein gesagt. Ich habe gesagt, dass ich etwas Zeit brauche. Die Idee ist wirklich verrückt. Naja, komm. Fahr mal nach Hause, hm? Du kannst dir ja da einen Kopf zerbrechen. Ja. Die Entscheidung, die würde gut überlegt sein. Klar. Also ich bin froh, dass zwischen Fiona und mir alles bereinigt ist. Ist immer dumm, wenn sowas im Raum steht. Man weiß nie, ob man sich wiedersieht. Na komm. Du tust ja so, als wären die beiden nach Südafrika ausgewandert. Kannst sie doch jederzeit besuchen. Mit deinem Dienstwagen bist du ruckzuck in Frankfurt. Ja, das habe ich auch vor. Und dann gehe ich zusammen mit ihr auf einen Appleboy. Hey, und dich nehme ich mit, wenn du willst. Was? Nach Frankfurt, zu Fiona. Ja? Wann? Was ist mit dir los? Anna denkt schon an ihr Zeugnis. Sie ärgert sich, dass sie wieder so viele Zweien hat. Was denn? Nicht nur eins? Allerdings ein Grund, sich Sorgen zu machen. Ich glaube, sie denkt an was anderes. Hat dich dieser Mann wieder belästigt? Seit letzter Woche ist mir nichts mehr aufgefallen, aber... Naja, es ist halt ein blödes Gefühl, wenn du weißt, dass du beobachtet wirst. Du hattest doch einen konkreten Verdacht. Schon. Ich bin fest davon überzeugt, dass es der ehemalige Hausmeister aus dem Studio ist, aber ich kann nichts beweisen. Sie hat ihn nie richtig gesehen. Eigentlich müsste man doch herausfinden können, was er an den betreffenden Tagen gemacht hat. Beim ersten Mal war er zu Hause, beim nächsten Mal mit Freunden in der Kneipe. Klingt nicht sehr überzeugend. Naja. Jan will versuchen herauszubekommen, wo er wirklich war, als ich verfolgt wurde. Und wahrscheinlich findet er ein paar Freunde, die als Alibi herhalten. Mhm. Willst du nicht wenigstens eine Anzeige machen? Was soll ich denen sagen? Nee, also die Polizei kann mir da auch nicht helfen. Die werden mir ja schließlich keinen Personenschutz geben. Nein, also, da verlasse ich mich lieber auf mich selber. Je länger ich drüber nachdenke, was ich sagen will, so schlecht finde ich Tims Vorschlag gar nicht. Du willst tatsächlich, dass ich ihn heirate? Naja, er ist ein netter Kerl und bis zu einem Urlaub habt ihr euch ja auch ganz gut verstanden. Ja, aber stell dir doch bitte mal vor, ich heirate ihn und wir haben ständig solche Auseinandersetzungen. Ach was, so ein Streit ist doch Pfeffer in der Beziehung. Mhm. Ewig Friede, Freude, Eierkuchen ist doch langweilig. Weißt du was? Nimm den Antrag an. So netter Kerl wie er wird dir so schnell nicht wieder über den Weg laufen. Was? Du hast doch gestern noch total über ihn hergezogen. Ja, da habe ich auch nicht gewusst, wie viel ihm an dir liegt. Überleg das Ganze in Ruhe. Aber nicht zu lange, sonst überlegt er sich auch noch mal. So, ich muss los ins Studio. Das ist er. Und mach auf. Tag, Jan. Christoph, was für eine Ehre. Ist Julia da?
Ja, in der Küche. Ah ja. Hallo, Papa. Julia. Na, was machst du denn hier? Hätte ich vielleicht besser Christoph fragen sollen, hm? Wer hätte mich was fragen sollen? Ich muss los. Ihr habt noch eine ganze Menge zu besprechen. Ja, bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Wer hätte mich was fragen sollen? Ist nicht so wichtig, Papa. Setz dich. Wie geht's dir, Julia? Ganz gut. Was ist mit dir? Wie geht's dir? Nicht so gut. Mhm. Ben will mich zwingen, Friedenau zu verkaufen. Was? Soll ja wohl ein Witz sein. Nein, Ben meint es völlig ernst. Das kann er doch nicht machen. Wenn ich Friedenau nicht verkaufe, dann müsste ich ihm sein komplettes Erbteil auszahlen. Mhm. Das kann ich aber nur, wenn ich einen Großteil der Holding verkaufe. Damit würde alles zusammenbrechen, wofür ich ein Leben lang gearbeitet habe. Ja, aber man kann Friedenau nicht verkaufen. Friedenau gehört zur Familie. Friedenau ist die Familie. Ben denkt da völlig anders drüber. Aber man wird doch irgendwas dagegen tun können, Papa. Nein. Ich werde wohl nachgeben müssen. Und ich habe darüber nachgedacht, es ist vielleicht doch besser so. Du weißt, wie sehr ich an Friedenau hänge. Aber mit Ben unter einem Dach, das geht wirklich nicht mehr. Es ist sehr schmerzlich für mich, aber vielleicht finde ich dann endlich meine Ruhe wieder. Und Roberto hat sich nicht mehr bei Ihnen gemeldet? Nein. Kein Wort, keine Zeile, kein Anruf. Dass sie aber auch auf so einen reinfallen musste. Naja, Sie sind jedenfalls nicht die Erste, mit der das macht. Und wahrscheinlich auch nicht die Letzte. Schlimmste ist, ich habe ihn wirklich geliebt. Auch das haben wir gemeinsam. Tut auch so gut, sich mit einer Leidensgenossin darüber zu unterhalten. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass ich kommen durfte. Ich bitte Sie. Mit wem sollten Sie denn sonst reden? Also Clarissa ist in diesem Falle wohl nicht der richtige Gesprächspartner. Nein. Obwohl, sie hätte schon einiges zu diesem Thema Roberto beitragen können. Sie kennt ihn fast genauso lange wie ich. Ich glaube, wenn Clarissa nicht gewesen wäre, wäre alles anders gelaufen. Wer weiß... Vielleicht wäre das was geworden zwischen Robert und Ihnen. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich kann froh sein, dass es nicht dazu gekommen ist. Sind Sie jetzt nicht ein bisschen zu nachsichtig mit Ihrer Freundin? Mag sein. Also, ich bewundere Clarissa beinahe. Sie bekommt immer alles, was sie will. Zum Beispiel Ben und Christoph. Die beiden streiten sich heute noch um ihr Erbe, während sie damals schon ihren Anteil bekommen hat. Kein Wunder. Sie hat eben wie immer auf das richtige Pferd gesetzt. Ja, wie meinen Sie das? Sie hat sich an den alten August von Anstetten gehalten. Jeder wusste, dass sie bei dem einen Stein im Brett hatte. Ach ja? Sie hat ihr eigenes Stück Kuchen bekommen, als das Erbe verteilt wurde. Doch der Streit zwischen Christoph und Ben konnte ihr völlig Schnuppe sein. Sie hatte ihr Schäfchen ins Trockene gebracht. Der Alte war auch richtig vernarrt in sie. Also, der sieht aus wie ein Orangutan. Das sei ruhig, sonst hätte ich noch die Kunden. Jetzt haltet euch fest. Jupp kann ich wirklich nicht verfolgt haben. Und warum nicht? Er hat ein Gipsbein und damit konnte er wohl unmöglich hinter dir herrennen. Das bedeutet doch nichts, er kann sich das Bein gestern gebrochen haben. Er hat den Gips schon seit über einer Woche. Er wollte das Wohnzimmer seiner Mutter renovieren und ist dabei auf einer Leiter gefallen. Und das genau 2 Stunden, nachdem wir ihn hier das letzte Mal gesehen haben. Mhm. Und woher weißt du das so genau? Ich habe ihn gesehen, am Kiosk vor seinem Haus. Und ich habe mich unauffällig ein bisschen umgehört. Seine Nachbarin hat die ganze Geschichte bestätigt. Er kann doch auch mit Jupp unter einer Decke stecken. Ich habe noch ein bisschen weiter geforscht. Ich kenne zufällig die Sprechstundenhilfe von Jupps Hausarzt. Und auch die hat die Geschichte bestätigt. Ja, und nun? Es muss jemand anderes gewesen sein. Ja, jemand, der Zugang zum Studio hat. Keine besonders angenehme Vorstellung. Mir geht diese Sache mit Friedenau einfach nicht aus dem Kopf, weißt du? Ja, kann ich verstehen. Das ist mein Zuhause. Wenn das verkauft wird, ich darf überhaupt nicht dran denken. Muss schlimm für dich sein, hm? Mhm. Na
Und für Papa erst. Naja, ich, Tim, du. Du wartest sicher auf eine Antwort. Naja, ich würde lügen, wenn nicht. Leider, ich hatte noch keine Zeit, über deinen Antrag nachzudenken. Das macht doch nichts. Wir haben Zeit. Hm? Warte. Ich möchte dir aber was sagen. Ich liebe dich. Und ich will mit dir zusammen sein. Das wollte ich hören. Aber heiraten, weißt du? Das macht nichts. Wir haben alle Zeit der Welt. Und, ja, Hauptsache, wir sind zusammen. Der Rest ist nur noch eine Formsache. Vielleicht fand ich deinen Antrag auch nur etwas, etwas nüchtern. Auf jeden Fall hatte ich mir das als Kind immer sehr viel romantischer vorgestellt. Also wenn es nur das ist überhaupt kein Problem. Wenn du willst, mache ich dir noch einen Antrag. Mit auf die Knie fallen und roten Rosen und allem, was dazugehört. Wenn du willst, zweimal pro Woche. Dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Kennst du mich nicht mehr? Wie könnte ich dich jemals vergessen? Ja, wir hatten wirklich schöne Stunden hier. Nur schade, dass jetzt alles in fremde Hände kommt. Spar dir doch deine Heuchelei. Ach, Christoph, ich meine es wirklich ehrlich. Ich werde das alles hier sehr vermissen. Mir kommen die Tränen. Immerhin war das auch mal mein Zuhause. Ja, inzwischen bin ich davon überzeugt, dass du mich nur wegen des Schlosses geheiratet hast. Ach, Christoph, so kann man das auch nicht sagen. Ja, wie würdest du es ausdrücken? Nun, ich habe beides geliebt. Dich und das Schloss. Das Schloss liebe ich allerdings immer noch. Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich so einfach mit einem Verkauf abfindest. Warum denn nicht? Eine Villa am Stadtrand, ein Penthouse mit Rheinblick, das ist doch gar nicht schlecht. Christoph, mach dir doch nichts vor. Du hängst am Friedenau. Du kannst es nicht so einfach aufgeben. Seitdem du hier wieder aus- und eingehst, ist Friedenau für mich nur noch die Hälfte wert. In meinem neuen Domizil hättest du Hausverbot. Und das würde den Wohnwert beträchtlich steigern. Guten Abend. Anna? Ja? Könntest du bitte den grünen Aktenordner aus Papas Auto mitbringen? Ich habe keine Schuhe. Hast du den Schlüssel? Ja, klar, hier. Danke. Wird? Wollen wir hoffen, aber ich will mich nicht drauf verlassen. Mir geht die Geschichte mit diesem Erbschaftsstreit nicht aus dem Kopf. Sagen Sie, hat Ben irgendwelche Dokumente, Unterlagen, irgendwas aus der Zeit, als der alte August von Anstetten noch gelebt hat? Ich meine, Fotos, Briefe, irgendwas. Ben hat da hinten so einen Korb voll mit solchem Zeug. Können Sie drankommen? Ja, er steht hinten im Schlafzimmer. Ja. Was wollen Sie denn in dem alten Kram finden? Irgendeine Spur, ein Hinweis, irgendwas, was uns weiterbringt. Ich habe immer mehr den Verdacht, dass Clarissa mehr mit diesem Streit zu tun hat, als sie zugeben will. Hm. Ja, das würde mich nicht wundern. Okay, ich hole eben den Korb. Ich wollte dich noch mal daran erinnern, dass heute die Frist abläuft. Vielen Dank für den Hinweis. Ich hätte es nicht vergessen. Und? Wie hast du dich entschieden? Du kannst wohl nicht abwarten, was? Ich bin froh, wenn die Sache vom Tisch ist. Ich auch. Also? Ben? Lass uns eine andere Lösung finden.
Dir kann das doch hier nicht alles egal sein. Du wirst es eines Tages bereuen. Du hängst doch an diesem Haus genauso wie ich. Denk an deine Kindheit, an unsere Eltern. Gut, du bist sauer auf mich und auf Vater, aber tust doch wenigstens unserer Mutter zuliebe. Nein, nein. Und nochmals nein. Du willst es nicht anders. Du bist verantwortlich. Du allein. Diesmal kannst du mir die Schuld nicht in die Schuhe schieben. Du allein bist verantwortlich, dass unser Familienbesitz in fremde Hände gerät. Ich weiß, was ich tue. Du hast aber immer noch nicht meine Frage beantwortet. Ich lasse dich meinen Entschluss bis heute Abend wissen. Sag mal, magst du eigentlich Kinder? Wieso fragst du? Ach, nur so aus Interesse. Nur so? Hm? Ach so. Also ich hätte gern 10. 10? Da komme ich aus dem Windelnwechsel nicht mehr raus. Okay, wie du willst. 3. 5. Aber dazu müssen wir ja erstmal heiraten. Gut, dann heiraten wir eben. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber nicht zu viel. Sonst schaffen wir es nicht mehr mit den Kindern. 1975, 76, das könnte es sein. Ach, kennst du die? Ist das Clarissa? Ja. Nicht schlecht. Christoph? Mhm. Hat sich eigentlich gar nicht so verändert. Bis auf die Koteletten. Scheußliche Mode. Warum schaust du dir die alten Fotos der Anstettens an? Ach, nur so. Ach, das Hochzeitsfoto. Tja, Clarissa, wie immer, hochelegant. Henning sieht nicht so begeistert aus. Du hast dich damals auch nicht so gerne fotografieren lassen als kleines Kind. Schau dir das mal an. Was ist damit? Das ist Clarissa. Und wer ist der Alte da? Das ist August von Anstetten, der Vater von Christoph und Ben. Schau mal hin, fällt dir nichts auf? Was soll sein? Der hat Henning auf dem Arm und neben ihm steht Clarissa. Guck doch mal genauer hin. Was meinst du? Clarissas zärtliche Hand. Was ist damit? Sein Blick, wie er schaut. Er frisst sie förmlich auf. Ich weiß nicht. So guckt man doch nicht seine Schwiegertochter an. So schaut man nur, wenn man verliebt ist. Wie bitte? Ja, die beiden sehen aus wie ein Liebespaar. Wie ein Ehepaar. Und Henning könnte glatt ihr Sohn sein. Du glaubst wirklich, dass Clarissa ein Verhältnis mit ihrem Schwiegervater hatte? Zutrauen würde ich sie schon. Und das würde auch so manches erklären. Also ich mach die Brautjungfer, ne? Vor allem Jungfer. Vor allem muss ich erstmal Ja sagen. Nichts leichter als das, es sind nur 2 Buchstaben. Sehr witzig. Ja, ist doch klar, dass du erst darüber nachdenken musst. Aber wir würden uns so für dich freuen. Du bist schließlich ein toller Mann. Hm. Ja, das ist er. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich ihn heiraten soll. Kein Mensch heiratet so jung. Es geht mir alles zu schnell. Ja, das stimmt schon. Aber warum warten, wenn man sich so gut versteht? Also wenn du dir sicher bist, dass du den Rest deines Lebens mit ihm verbringen willst, dann möchtest du doch, dass der Rest deines Lebens möglichst schnell beginnt. Hm? Sag mal, den Spruch kenne ich ja irgendwo her. Harry und Sally, wo er ihr den Antrag macht. Und was sagt Sally? Sie küsst ihn. Tim will Kinder. Und du? Ich auch. Irgendwann mal. Ja, dann ist doch alles klar. Außerdem findest du nie wieder einen Mann, der so tolle Gute-Nacht-Geschichten drauf hat wie Tim. Hm. Könnte es sein, dass Tim euch präpariert hat? Ich finde, ihr legt euch ein bisschen zu sehr für ihn ins Zeug. Schatzi, wir wollen dein Bestes. Ah. Andererseits, wenn du ihn nicht willst, es finden sich für Tim bestimmt noch andere Abnehmer. Ralf,
Ich soll die Buchführung machen? Das habe ich doch noch nie gemacht. Ich kann das überhaupt nicht. Das ist ganz einfach. Das verstehst sogar du. Ja, danke für dein Vertrauen, aber ich habe keinen Bock. Ich meine, mich langweilt dieser Zahnkram. Das mag ja sein, aber jetzt, wo Anna da ist, müssen die Arbeiten eben ein bisschen anders verteilt werden. Darum geht's ja doch gar nicht. Du willst mir doch nur eine reinwirken, weil du sauer bist, dass ich Julia heiraten will. Was? Wie wär's denn mit dem letzten kleinen Kampf? Hm? Wenn du gewinnst, ziehe ich meinen Antrag zurück. Das solltest du besser mit Julia ausmachen. Weißt du, sowas trägt man nicht einfach so mit Boxhandschuhen aus. Dazu brauchst du Fingerspitzengefühl. Vorsicht! Mein Gott, was ist mit dem los? Ach, das ist wohl die Vorfreude auf seinen neuen Job. Er macht demnächst die Buchführung. Was? Ich dachte, er hasst Bürokram. Ja, das muss gerecht sein. Ach so, bleibt's aber, dass du heute meinen Spätdienst übernimmst. Klar. Und das macht dir nichts aus? Ich meine, du bist immer bis 10 Uhr ganz alleine hier. Egal, ich will mich nicht verrückt machen. Sicher? Ganz sicher. Gut, dann kann ich heute Abend endlich mal wieder mit Julia essen. Und nach Feierabend nimmst du dir ein Taxi, ja? Auf meine Kosten. Wenn irgendwas sein sollte, rufst du an. Mach ich. Florian macht in den Ferien einen Programmierkurs. Das heißt, er kommt definitiv nicht nach Köln. Ich soll dich schön von ihm grüßen. Danke. Ist Anna nicht da? Ich glaube nicht. Wo kann sie denn sein? Schätze im Studio, oder? Mhm. Muss sie denn heute länger bleiben? Nicht, dass ich wüsste. Komisch, sonst sagt sie doch mal Bescheid. Vielleicht hat sie es einfach vergessen. Ach, das passiert ihr nie. Ich kann ja eben mal anrufen. Ach, tu das bitte. Seit dieser Spannung sie verfolgt, werde ich immer ganz hysterisch, wenn sie nicht pünktlich zu Hause ist. Geht keiner ran? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Da muss doch jetzt noch einer da sein. Vielleicht haben sie es einfach nicht gehört. Ja, vielleicht. Ich probiere es gleich nochmal. Bleibt er denn? Er will mich bestimmt hinhalten. Auf die Sekunde. Herein! Guten Abend. Guten Abend. Und? Wie hast du dich entschieden? Ich werde verkaufen. Aber unter einer Bedingung. Und die wäre? Die Kaufsumme darf 18 Millionen nicht unterschreiten. Du kennst das Gutachten von 91? Dort sind 20 Millionen angesetzt. Okay. Gut. Alles Weitere regelt der Notar. Gott möge dir verzeihen. Ich werde es nie tun.